Heute soweit, heute kommt eine neue Episode von Ein anderes Wort für, quasi der Verwandte von Umschreiben. Heute drehe ich das aber nicht alleine, auch nicht zu zweit, sondern zu dritt mit keinen geringeren Gästen als mit Lazzo und Tim. Guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend. Alter. Skyfall. Ich muss dich komplett hydrieren, nochmal neu. Soll ich dir eine Flasche Wasser holen? Ey, das wäre tatsächlich nicht schlecht. Tim, danke, dass du da bist. Für dich und vielleicht auch für den einen oder anderen da draußen oder die ein oder andere erkläre ich kurz, wie ein anderes Wort für funktioniert. Dynamit! Spendi, der Kamera, hat Begriffe aufgeschrieben, zum Beispiel Hallo. Dann sagt er ein anderes Wort für Grüß dich, für eine Begrüßung. Hallo. Dann sagst du Moin, nee, du sagst Servus, Mardern. Nee, und auf einmal ist es halt Hallo und wir müssen exakt auf das Wort, was Spendi aufgeschrieben hat, kommen. Dann hast du einen Punkt automatisch und es geht weiter. Fangen wir an mit dem ersten Begriff, es kann aber jetzt noch besser werden. Let's go. Anderes Wort für Powernap. Scharf schlafen, Kissen, Erholung, 15 Minuten Schlaf, 30 Minuten Schlaf, Powernap. Schöner Schlaf. Es gibt ein anderes Wort für Powernap. Scharf Schlaf, Schlafwandel. Was tut man denn während dem Powernap? Schlafen, träumen, Pause, sich hinlegen, flach liegen, flachliegender Kurzschlaf. Aus welchem Grund macht man einen Powernap? Spendi, was wollte ich denn sagen? Hallo! Man legt sich hin. Ja. Aus welchem Grund legt man sich hin? Aber sag doch mal ein anderes Wort, wollt ihr mich ja nicht behalten? Ich hab extra Tim Gabi. Ey, leg dich mal hin, du musst dich jetzt erstmal ausruhen. Ja! Oh mein Gott! Keine Chance, keine Chance. Ich sag dir ganz ehrlich, ich gratuliere dir zu diesem Punkt. Look auf meine Fliese, dicker Bieter! Gut gestylt. Ein anderes Wort für Blume. Pflanze! Was? Blume. Ich hab Blume gesagt! Ich Blume gesagt! Ja. Warum spuckst du mich, wenn du mich anguckst und mir was sagst, Mann? Ich mach jetzt eine ganze Speichel, ich hab mal kurz. Und selbst wenn ich jetzt rede, spuck ich immer noch! Was du machen solltest, wäre mal auf S- und Z-Laute verzichten. Dann wird's beim nächsten Mal Diana nicht SZ-Challenge. Wir können weitermachen. Anderes Wort für Mission. Aufgabe. Aufgabe. Einfach mal eine Ruhe haben, Digga. Tim, danke, dass du da bist. Ich sag dir so, wie es ist. Er redet einfach nicht mal. Ihr fliegt demnächst in Urlaub, ihr beide, ne? Für mich ist es gerade. Wie kann man so schlecht die Wörter machen? Was? Wir machen weiter. Anderes Wort für Hausschuhe. Kartoffeln, Platten. Das ist viel zu einfach. Mit was soll ich denn herkommen? Warum lässt du dich denn schon wieder schwingen? Mach doch einfach deinen Job. Wir machen unseren Job und jetzt mach einfach deine Aufgabe. Ein anderes Wort für schön. Hässlich. You are beautiful. Nice, hübsch, geil, ansehnlich, attraktiv. Attraktiv. Ladies and gentlemen, get ready for the flight off. Get ready for the next action that's happening. Ey, Bro, du wirst irgendwann einen Schlaganfall bekommen. Die Verspannung hat sich gelöst. Ich spül ganz kurz runter. Soll ich den Knopf drücken zum Spülen? Ein anderes Wort für Rap. Sprachgesang. Das ist das erste Wort, woran man denkt. Guck mal, du bist extrem dumm. Ein intelligenter Mensch denkt gar nicht so dumm, wie ein dummer Mensch denkt. Weißt du, wie ich meine? Bro, was? Weiter. Ein anderes Wort für Plastik. Plastik. Kunststoff. Und schon wieder. Das ist so obvious. Ja, warum kommst du aber nicht drauf, wenn es obvious ist? Weil ich halt gerade nicht draufgekommen bin. Konzentriert euch. Ja. Anderes Wort für Sport. Bewegung. Der Vorwurf kommt. Wir schauen nochmal in der Zeitlupe. Ein anderes Wort für artikulieren. Sprechen. Ausdrücken. Betonen. Satzbilden. Sprechen. Substantiv. Aussagen. Geht's schon in die Sagen. Richtung? Ja. Sagen. Guck mal, ob ich jetzt artikuliere, dass du am Verlieren bist oder ob ich dir das sage, das ist ja kein Unterschied. Ein anderes Wort von Filmen. Drehen. Aufnehmen. Ich bin gerade auf 180. Ich bitte dich jetzt, ein gutes Wort zu wählen, sonst knistert das jetzt. Ein anderes Wort für Fliegen. Schweben. Es ist Schweben. Wie wär's mit dem Begriff, der wirklich vielleicht nicht so wie Haus-Maus funktioniert? Genau. Anderes Wort für Gebäude. Haus. Wohneinheit. Einheit. Objekt. Wohnobjekt. Hausobjekt. Immobilie. Immobilie. Tim, wo bist du gerade so in deinem Kopf? Der ist gerade bei den Verkäufen von oder Kanal, deswegen ist da nicht viel los. Ein anderes Wort für Kamerad. Zigarette. Wenn das Nikotin dir in jede Faser deines Körpers steigt. Komm mal, Jung. Ey, ja. Jedes Wort ist immer das erste Wort. Bitte mach ein bisschen, dass wir ein bisschen raten müssen. Bitte. Ein anderes Wort für Welt. Erde. Wie war das nochmal mit der Intelligenz und so? Ein anderes Wort für dirigieren. Dirigent. Leiten. Es ist Leiten. Aber es war nicht, muss man, ich, auf Leiten wäre ich nicht so schnell gekommen. Ja, wenn ich mir das also gedacht. Dirigent. Ein anderes Wort für dirigieren. Dirigent. Ein intelligenter Mensch denkt gar nicht so dumm, wie ein dummer Mensch denkt. Anderes Wort für mühsam. Aufwendig. Schwer. Anstrengend. Strapazieren. Strapazage. Hä? Eine Lage kann sehr mühsam sein. Hä? Anfangsbuchstabe? K. Hä? Katastrophal? Nein. Kleister? Zweiter Buchstabe? O. Korpulent. Gib mir den dritten Buchstaben. M. Kompliziert.
Ein anderes Wort für stören. Nerven. Belästigen. Wenn du eine Verbindung stören möchtest. Kappen. Interferenz. Manipulieren. Du hast manipuliert, aber ist ein anderes Wort. Diese Wurfbege hier drin, Mann. Entschuldigung, da ist eine Wurfbege drin. Wenn du in etwas eingreifst. Nee. Zum Beispiel. Boah, das stinkt. Zum Beispiel, wenn du in ein Fußballspiel eingreifst. Dynamit. Seid ihr ready für den Fußball? Ja. Es. Schieben. Nein. Sabotieren. Ja. Ein anderes Wort für in sich gehen. Yoga. Meditieren. Ich hab meditiert. Ich hab zuerst gesagt. Junge, sei leise. Ich schwör's dir. Du bist bei mir zu Hause zu Gast. Ich hab ein Ohr auf der Seite und ein Ohr auf der Seite. Da kam gar nichts. Da war irgendwas mit Wissen. Ha, witzig. Und dann hab ich gesagt, meditieren. Und dann kamst du. Sorry, dass du keinen Humor hast. Okay, jetzt noch ein anderes Wort für schwer. Vielleicht mühsam. Bei mühsam ist das Wort sehr oft gefallen. Du hast das Wort eben 4 oder 5 Mal gesagt. Komplex. Nein. Kompliziert. Nein. Anfangsbuchstaben. A. Aufwendig. Anstrengend. Anspruchsvoll. Ja. Von schwer zu anspruchsvoll. Ja, natürlich. Tim, was glaubst du, wer gewonnen hat? Aber wenn ich ganz kurz an der Stelle noch mal eine Sache sagen dürfte. Und an der Stelle sind wir mal wieder komplett raus. Danke an Lanzo, danke an Tim, danke an Spendi. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr noch nicht bei den Jungs vorbeigeschaut habt, dann schaut auch gerne vorbei. Bei Tim kommen Videos ab 1 Stunde aufwärts, bei Lanzo kommen Videos ab 6 Minuten abwärts. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Jetzt in der Videobeschreibung, Inscom Lifestyle, Inscom 21, Inscom. Oh. Hat er wieder gespuckt? Aber weißt du, wie ich weg mit dir? Ey Junge, ich kann echt nichts dafür.